Ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier mehr. Mehr. Hallihallo Löchen und willkommen zu einem neuen Tag hier bei Let's Play Feed the Beast Monster. Und wir haben Gäste, ja, ist das schön. Ich habe aber leider nichts vorbereitet, außer mein Schwert. Tut mir jetzt leid. So, hier haben wir uns ja ein bisschen ausgetobt in dem Minenschacht. Ja, und diesmal habe ich auch nicht vergessen, die Musik anzuschalten, wie bei, wie bei die Sims. Da musste ich es dann nochmal, nachdem ich das Ganze eingefügt hatte in mein Renderprogramm. Oder Renderprogramm ist es ja eigentlich nicht, es ist ja eher ein Schneidprogramm. Musste ich es dann nochmal überarbeiten quasi. Aber solange es irgendwie funktioniert und ihr dann auch ein bisschen Musik dabei im Hintergrund habt, ist das doch alles kein Problem, würde ich sagen. So, Certus Quartz brauche ich. Das ist auch einer der Gründe, wieso ich da überhaupt reingegangen bin. Mimicry behalte ich auch mal. Habe ich jetzt Certus Dust weggeschmissen? Ne, das ist Fertilizer, also Dünger. Den brauche ich nicht. Was hast denn du noch alles dabei? Saphir. Ah ja, du hast ja noch einiges da drinnen. Zu viel Eisen haben wir jetzt. Ich würde mal sagen, das ganze Eisen, das hauen wir mal hier rein. In den Pulverisierer. So, wo haben wir jetzt noch Eisen? Ich dachte, ich habe noch ein bisschen mehr mitgenommen. Wahrscheinlich liegt es gerade irgendwo anders. Das hier wollte ich auch mal schauen, was man damit genau machen kann. Das ist aber falsch. Hier. Programmierer, das kann man also so bauen. Diamond Block Shard. Dark Iron Ore. Ja, da muss ich mich mal genauer erkundigen, was das alles ist. So, Single Use. Da wäre ein anderes natürlich schöner gewesen, aber man kann ja nicht alles haben, oder? So, jetzt habe ich auch noch hier ein bisschen was drinnen in meinem Inventar. Du hast auch noch ein bisschen was dabei, oder? Ja, dann nehme ich dich mal wieder mit, so verliere ich dich auf jeden Fall nicht. Schade, dass du nicht einfach hinterher rennst. So, die Äpfel, die kann ich auch einfach essen. Die geben vielleicht ein bisschen besser Energie zurück als diese Blaubeeren, also Blaubeeren, aber es dürfte ja momentan oder eigentlich generell auch kein Problem sein. So, Weak Infusion Stone. Machen wir uns doch hier mal wieder schöne Steinchen. So, 35, das ist aber leider nicht die, die wir am Ende rausbekommen. So, jetzt sind es nur noch 8 und jetzt sind es gleich nur noch 2. Strong Infusion Stone. So, das heißt aber, wir können uns wieder einen Seed machen. Und ich hätte wirklich gerne Certus Quartz Seed. Wirklich, wirklich gerne. Denn ich finde das Zeug so selten. So, wo habe ich dich jetzt rein? Da habe ich dich rein. Hier müssten auch noch normale Seeds sein. Yep, das ist gut. Dann, wie war das? Das war so. Dann ein Seed in der Mitte und der Certus Quartz außenrum, oder? Ja, wahrscheinlich dann genau andersrum. Oder das geht nur mit Certus Dust. Na, nein, so. Dann haben wir jetzt hier einen wunderschönen Seed, den wir auch anpflanzen können. So, wie schaut es jetzt hier aus? Ja, Redstone haben wir einiges, Kohle haben wir einiges. Ja, das waren ja die, die wir am Anfang reingeschmissen haben. Oh, und wir haben da schon Certus Quartz Essence drinnen. Das ist doch nicht schlecht. Was können wir uns denn da jetzt rausholen? Ich glaube, das war hier immer so gebaut. Nein. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall das Certus Quartz rausbekommen. Dann schauen wir doch mal hier auf. Ärger? Certus Quartz, das können wir so verdoppeln. Das will ich aber nicht.
Komisch, komisch, komisch. Also mit 4 funktioniert nicht. Komplett voll funktioniert auch nicht. Da muss ich mal schauen, wie das Ganze funktioniert. Wobei, ich kann ja nicht die ganze Zeit sagen, ich muss mal schauen, wie es funktioniert. Ich sollte dann auch mal wirklich das hinbekommen. Versuchen wir doch mal Verschiedenes. Ah, genau. Seht ihr, so einfach geht es. So, dann haben wir hier Certus Dust Quartz, Certus Dust Quartz, genau. Certus Quartz Ohr. Den könnten wir, glaube ich, hier dann mit reinpfeffern. Erstmal hier da oben das Pulverisierte rein. Wo haben wir noch was? Da haben wir noch Eisen. Und Ferrous Metal haben wir rausbekommen. Ist doch auch nicht schlecht. Der hier läuft hier auch durch und gibt das Ganze hier weiter. Ah ja, da hätten wir jetzt noch ein paar Bricks. Aber das schöne Haus hier drüben ist ja fertig. Das heißt, da brauchen wir nichts mehr weiter. Jedenfalls vorerst. So, ich will jetzt aber doch schauen, wie viel da rauskommt. 2 pro Ding. Okay, ist jetzt nicht übermäßig, aber es ist doch... es ist doch was. Damit können wir arbeiten. Das heißt, wir könnten jetzt auch mit dem ME-System weitermachen. Ich wollte aber noch ein was schauen. Ja, was wollte ich schauen? Ich weiß gar nicht, ob ich schon erwähnt habe in der Folge jetzt. Ich weiß auch noch gar nicht dran, ob ich mich daran noch erinnere. Was wollte ich machen? Ich wollte erstmal mir die Äpfel hier unten reinnehmen und schauen, ob ich wieder was essen kann. Nein. So, wir waren ja das letzte Mal unten in der Mine. Und... ja, komm. Machen wir hier weiter, damit wir was haben. ME-System. ME. Ich hatte eigentlich was anderes geplant, aber... das ist wahrscheinlich am nützlichsten, da jetzt das ME-System fortzusetzen. Und da im E reinzuschreiben ist auch ziemlich blöd ohne diesen Cell. Hießen die Storage Cell? Genau. Gelber, der ist ein M, diesen, also ich meine, die sind zwar alle schön, aber wer sich solche großen baut, der ist dann doch wirklich, ne. Ich meine, bei Projekten wie Agrarian Skies verstehe ich das hier durchaus. Da ist sowas auch nützlich, da man da wirklich bei einem Server dann auch richtig viele Sachen rausbekommt, die man irgendwo zwischenspeichern muss. Aus den ganzen automatisierten Vorgängen nur hier. Ich muss sagen, nee, braucht man nicht. Es wäre einfach zu überdimensioniert. So, hier die ganzen rein. Was habe ich jetzt hier noch drin? Eisen habe ich drin, das ist gut. Dann will ich doch mal schauen, was hier noch alles da ist. Ist das hier jetzt angeschlossen wieder? Gut, das ist doch wunderschön. Dann würde ich sagen, kann ich hier jetzt schon einfach daraus was bauen? Redstone habe ich, das hier habe ich. Schauen wir doch mal. Nein, nicht... hier. Ich frage mich, wieso der 4K hier danach kommt. Sollte theoretisch nicht so sein. So, davon brauche ich jetzt einige. Und dafür brauche ich... die hier. So, jetzt legen wir die rein, damit es auch erkennt, was wir wollen. So, bauen wir hier erstmal 9 Stück. Dann will ich mal schauen, ob das so funktioniert. So, das wären jetzt hier 3 von diesen. Dafür brauchen wir noch Eisen, das sollte aber auch kein Problem sein. Dann müssten wir hier noch einiges haben, genau. So, jetzt haben wir hier neue Storage Cells drinnen. Das ist doch schön.
dann müssten wir jetzt hier eigentlich auch mehr unterbringen können. Und ihr seht hier, es werden 60 von 63 Typen verwendet. Die hier sind ja noch komplett leer. Aber von der Speicheranzahl wird hier nur die Hälfte gebraucht. Das heißt, es lohnt sich nicht, da irgendwie mehr zu machen. Oder größere zu machen. Jedenfalls nicht hier, wo man sich das Zeug noch halbwegs selber farmen muss. So, schlafen wir eine Runde. Und schauen wieder raus. Was ist jetzt hier alles noch drin? Das ist noch ein bisschen Bauzeug vom Haus. Das kann da drinnen bleiben. Das brauchen wir eigentlich in der nächsten Zeit nicht. Da ich mit dem Hausbau eigentlich auch mit einem Livestream dann wieder weitermachen wollte. Und dafür, ja, da ist jetzt momentan noch nicht so wirklich irgendwas geplant. So, nehmen wir hier mal ein bisschen Zeug raus. Das hier hätte ich gern, das hier brauchen wir nicht mehr. So, das hier ist jetzt hier ein bisschen Zeug, was wir für diese ganzen schönen Dinge von... wie heißt du nochmal? Mod, du heißt... Magical Crops. Ist es Magical Crops 2 oder... Nein. So, ihr müsst noch hier rein und der hier muss noch hier rein. Haben wir denn jetzt noch hier irgendwas? Nein. Gut. Dann können wir hier eigentlich alles mal reinschmeißen, was uns gefällt. Mimicry. Irgendwo mal. Ja, hier am besten. Die Kiste dann oben nehmen für die Sachen, die wir noch öfters verwenden wollen. Oder dann gleich wieder mitnehmen wollen, besser gesagt. So, ich habe immer gern Stack Cobblestone dabei. Kann ich mich hier mal wieder komplett entleeren. So, das ist jetzt vielleicht ein bisschen langweiliger, aber es sollte doch funktionieren. So, der hier ist voll, der hier wird angenommen, also angebrochen besser gesagt. Ein ganz, ganz lauter vieles Zeug. Ja, ein Tree Tap habe ich hier auch noch drin gehabt. Wie viel Erde ich einfach habe. Sollte ich vielleicht ein bisschen was loswerden? Ich könnte natürlich jetzt auch den Backpack immer vollhauen, aber nein. So, die ganze Erde hier rein wieder. Fast 1000 Erde, also das ist schon ein bisschen übertrieben, oder? So, dann gibt es halt heute mal eine kleine Aufräumfolge. So, hier mal eigentlich alles raus. Brauchen wir eigentlich auch nichts ständig dabei zu haben. Die Regenkanne hier, die würde ich gerne noch da haben in meinen, ja, in meinen Sachen, die ich immer mal brauche. So, habe ich denn den Schraubenschlüssel irgendwo? Oder liegt der jetzt da mit drinnen? Hammer? Nein. Muss ich auch aufpassen, dass ich das Eisen jetzt nicht da reinhau, denn das wollte ich. Haben wir hier wirklich ein Emerald bekommen? Nein. Schade. Und beim Emerald gab es auch was, was ich gerne hätte. Emerald. So, mal schauen, ob ihr erkennt, was ich meine, wenn ich hier drauf drücke, was ich gerne hätte. Wenn ich es selber finden würde. Will mir jetzt nicht zeigen, was ich hier wollte. Nein, will es mir nicht zeigen. Na, dann verrate ich es noch nicht. Verrate ich es erst, wenn es soweit ist. Hier Eisenerze rein, da läuft es durch. Das heißt, Eisen sollten in der nächsten Zeit auch kein Problem sein. Oh, da sind noch Bärchen.
Ja, und ich sollte mal das ganze Zeug, was ich nicht mehr brauche, von Tinkers Construct wegwerfen. Ich weiß. Also wir brauchen eigentlich gleich wieder neue Speichereinheiten. Wenn wir hier das Ganze mal haben, komplett gefüllt und sortiert selber. Ach komm, die hier kann weg. Die hier auch. Ich habe es nicht geschafft, die einzuschmelzen. Deswegen bringt es mir wenig. So, lauter Büchchen, die wir nicht brauchen. Und ich hoffe einfach, dass hier jetzt einiges dabei ist, was wir hier einfach reinstecken können. Damit nicht alles wieder so komplett zu ist an Materialien. Und ich weiß gar nicht, ob sich das selber arrangiert hier drinnen irgendwie. Weiß ich nicht. Also ihr seht, es wird hier immer so um die Hälfte der Bytes genutzt, dann wird der nächste angebrochen. Deswegen, es lohnt sich halt hier kaum irgendwie größere Speicherchips zu machen. So, und hier oben weiter. Wie viele Köpfe wir einfach haben. Ich meine, das ist so unnütz. So, Köpfe halt. Da hätte ich auch gerne eine Taste, mit der ich das ganze Inventar da reinschmeißen kann. Das würde auch ein bisschen was beschleunigen. So, Stahl, die Dinge, die wir unten gefunden haben in der Höhle. Und schon wieder Köpfe. Und das Goldschwert, das werde ich jetzt auch weghauen, denn das brauchen wir eigentlich auch nicht. Ist das, ja, das Tinkers Construct Blank Pattern, die werden hier auch nicht gebraucht in dem System. Die kommen eigentlich woanders hin. Ja, ich weiß, es ist langweilig. Es wird wahrscheinlich die langweiligste Folge der Welt werden hier. Aber ich finde es schön, dass wir hier ein funktionierendes ME-System haben, das jetzt auch gut gefüllt wird. So, für die Spezialsachen könnten wir eigentlich auch die Kiste lassen. Sei es jetzt für die Music Discs oder für die Dinger, von denen ich jetzt hier nicht so viel Ahnung habe. Blank Pattern wieder raus. Die wollte ich doch gar nicht da reinschmeißen. So, und Essenzbärbusch, den werde ich mir hier auch irgendwo hinstellen. Ah, da hinten habe ich ja sogar welche. So, wieder neue Level. Leer, leer. Jetzt ist nur noch die hier unten übrig. Wie viele Enderperlen wir jetzt einfach haben. Ah, da ist der Schraubenschlüssel. Und ich würde... Wir könnten... Ja, ich glaube, ich gehe mal runter in die Mine, starte die Turret. Und schau mal, was wir denn so alles hinbekommen könnten zwecks Hartkanister. Das wäre doch schön. Ich habe doch gerade ein Miniaturhart hier reingeworfen. Das dürfte dann theoretisch funktionieren. So, mal schauen, ob jetzt hier alles reinpasst. Ja, ja, wunderschön. Alles hier drinnen. So, jetzt habe ich euch schon wieder da reingeworfen. Das gibt's doch nicht. Und ihr seht hier Erde über ein Stack. Ja, es ist zu viel, ich weiß. Miniaturhart. Hartkanister, erstmal die Turtle schauen. Habe ich jetzt Turret gesagt vorhin? Turtle natürlich. Turret ist sowas, was selber schießt. Ich weiß noch nicht, habe ich die vielleicht schon mal unten hingesetzt in der Zwischenzeit und die einfach mal arbeiten lassen? Es kann durchaus sein, denn hier drinnen ist sie jetzt nicht gewesen. Nein, bei dir was. Da kommen die rein. Hallo? Jetzt.
Frag mich nicht, wieso das sich jetzt nicht so stacken wollte. Er schaut, scheint irgendwas zu sein, was denen dann nicht so passt. So, hier hätten wir auch noch einiges drinnen. Ach komm, das lassen wir jetzt da. Ich frag mich nur, wo die Turtle ist. Turtle? Nein. Hier drinnen dürfte sie eigentlich auch nicht sein. Turtle? Nein. Turtle? Auch nein. Na, dann schauen wir doch mal runter, ob wir sie vielleicht schon verwendet haben. Es wird auch gerade wieder Nacht. Das ist jetzt nicht so tragisch. Und ich habe schon wieder vergessen, mir hier irgendwelche Fackeln mit einzupacken. So, das hier war ja die Gänge, die wir für die Turtle gebaut hatten. Also wenn die Turtle irgendwo steht, dann hier unten. Und ja, ich werde mir auch das Feuerresistenzgen holen. Das ist sowas, was ich dann doch eher brauchen würde. So, hier vorne ist auch gebuddelt worden. Dann in diese Richtung habe ich, glaube ich, selber gebuddelt. Na, sei das kurz. So, wenn nicht, dann buddel ich halt selber ein bisschen noch. Denn was suche ich, ist eigentlich auch ganz einfach geklärt. Ich suche Diamanten. Da ich für diesen wunderschönen Herzkanister einen Jeweled Apple brauche, das heißt Apfel mit Diamant, ja genau, es ist dann doch ein bisschen teurer und naja, wollen wir doch mal schauen, ob wir da irgendwas hinbekommen oder finden, besser gesagt, an Diamanten. Ja, ich weiß, da was hört es das. Und da kann ich nebenbei auch gleich mal schauen nach Emeralds, wobei ich nicht denke, dass ich die in diesem Biom hier finde. So, was sind wir hier? Desert. Extra Hills gibt's, glaube ich, welche. Da sind wir aber, soweit ich weiß, weit davon entfernt. Na, dann suchen wir hier einfach mal nach Diamanten. Diamanten. Du bist Lapis. Lapis ist auch gut. Nehme ich gern. So, jetzt ist hier ein bisschen Dreck. Den brauchen wir natürlich nicht unbedingt. Oh, Gold ist auch nicht schlecht. Aber es gibt Schöneres, was ich jetzt gerne hätte. Ihr wisst, was es ist. Es sind Diamanten. Und Fackeln wären jetzt echt nicht schlecht. Habe ich in der Kiste vielleicht noch welche? Ich kann mich hier schnell fortbewegen. Das sind diese komischen, Quark-Dinger. Nee. Schauen wir raus, holen uns Fackeln und schauen mal nach einem, Dingsbiom. Dann wird es wahrscheinlich auch schöner werden hier. So, einfach hier raus. Wenn man in die richtige Richtung fliegen würde, was ich jetzt nicht tat. Nach da vorne. Ja, so ein Speed-Gen wäre auch schön. Ich weiß, das gibt's von Ocelots. Da werde ich mir auch eins demnächst holen. Aber wir haben so viel, was wir machen können in diesem Modpack. So. Da kann man gar nicht alles auf einmal machen. Ich hätte auch gern mal eine schöne Möglichkeit, mich zu teleportieren. Und ich meine nicht so Enderperlen-werfen-mäßig. Also, wie es jetzt möglich ist in manchen
Also halt mit einem Enderperlen gehen, sondern wirklich teleportieren. Ich habe irgendein Buch oder sowas und klick auf den und den, ja, Platzhalter und bin dann an der Stelle. So, schauen wir doch mal. Teleport. Nein, das sind die Gene, von denen ich gesprochen habe. Die brauche ich nicht. Leadblade ist es auch nicht. Block-Teleporter ist es auch nicht. Teleporter Industrial Craft. Ich glaube, das ist aber eher sowas wie ein Elevator. Aber wir können es uns ja mal anschauen. Oder ich kann es mir mal anschauen in der Testwelt. Da muss ich keine Materialien dafür verwenden, die ich anderweitig gebrauchen kann. Hallo. Hallo. So, haben wir denn jetzt hier noch irgendwas? Ach komm. Nein, Ender. Nein, ich habe Angst um mich und nicht um meine Sachen, denn die Welt hier, die habe ich auf Mob Griefing False gestellt. Da sollte also nichts passieren. So, Hardkanister. Und zwar diese roten. Ich glaube auch für die gelben brauchen wir die roten, genau. Die grünen sind hier anscheinend ausgestellt. So, Bejeweled. Bejeweled, genau. Jeweled Apple. Machen wir uns doch einen, auch wenn wir nur einen rauskriegen, weil unsere Diamanten jetzt leer sind. So. Das heißt, wir brauchen Aluminium. Habe ich keine Aluminium mitgenommen? Das gibt's doch nicht. Ich muss doch hier irgendwo Aluminium haben, oder? Alumite habe ich. Ah, da ist das Aluminium hin. Das erklärt dann doch ein bisschen was. Vielleicht hängt ihr hier an der Seite irgendwie irgendwo schön Aluminium. Aluminium? Nein, Sinn. Aluminium. Aluminium. Aluminium? Aluminium? Ja, Aluminium. So, das sollte es eigentlich auch schon gewesen sein mit dem Aluminium, das wir brauchen. Hier natürlich wieder reingesetzt in den Zerstörer. Na, da warte ich kurz, bis es durchgepfeffert ist. Warnung, hohe CPU-Auslastung steht schon wieder bei meinem Aufnahmeprogramm. Na, es geht. Manchmal zeigt er das an, obwohl eigentlich nicht so extrem ist. Ja, die kann ich dabei schon mal durchschmelzen. So, die hier rein und die hier rein. Und noch ein. Ja! Machen wir es doch einfach so, oder? So, Necrotic Bone müsste auch drinnen sein und wir haben einen Herzkanister und ihr werdet gleich sehen, was das heißt. Denn hier drauf gedrückt und hier und ja, ihr seht jetzt, wir haben jetzt hier mehr, ein Herz mehr. Ich glaube, es ist nur ein Herz, aber ein Herz ist besser als kein Herz. Und wir brauchen die hier auch für gelben Miniaturharz und ja, Block of Gold sind halt die schönen OP-Äpfel. Die, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir da hinkommen. Und außerdem brauchen wir auch noch die grünen Herzen. Da haben wir nämlich auch noch keins. Aber vielleicht haben wir irgendwann mal Glück und finden eins. Ich glaube, das war's jetzt auch mit den roten Miniaturherzen. Da dürfte ich jetzt eigentlich keine mehr haben, oder? Ja. Aber wir haben einiges an Mimicry. Das wundert mich gerade. Ist auch nicht schlecht. So, hier noch ein bisschen Gold. Die hier, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ist einfach schön. Kann man einfach hergehen. Hier alles raus. Und schon war's das auch wieder. Und weil ich gerade von schon war's das auch wieder spreche, ich muss sagen, ich bin jetzt gerade gleich bei einer halben Stunde. Also war's das auch schon wieder von mir. Jo, und ich würde sagen, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.